Wunderschönen guten Morgen in die Runde und an die Teilnehmer hier. Ja, 10:55, wir haben jetzt noch mal 5 Minuten gewartet, um weiteren Leuten die Chance zu geben, an unserem heutigen Webinar teilzunehmen zum Thema Webcon BPS für effizientes Workflow-Management, zu dem ich Sie nochmal sehr herzlich begrüßen darf. Genau, ein paar Hinweise zur Konferenzorganisation. Wenn Sie Probleme haben, sich über den PC hier zu verbinden oder Audioprobleme haben, dann können Sie sich auch über eine entsprechende Rufnummer einwählen. Die Veranstaltung wird entsprechend aufgezeichnet und auch hinterher zur Verfügung gestellt. Der Webcast wird heute gestaltet von mir. Mein Name ist Dirk Schmidpott, bin Vertriebsleiter bei der Net at Work und begleiten tut mich mein Kollege Volker Helms. Volker, magst du ein, zwei Worte zu dir sagen? Ja, genau. Ich würde natürlich auch mich gerne vorstellen. Ich bin Volker Helms, leite den Bereich Intelligent Apps and Data bei Net at Work. Was machen wir in unserem Bereich? Wir fokussieren uns auf Business-Lösungen für unsere Kunden. Das heißt, Sie im Unternehmen haben vielleicht Optimierungsbedarf an Prozessen, an speziellen Anwendungsfällen, an Abläufen in Ihrem Unternehmen, an zum Beispiel Kundenkommunikation über ein Portal oder Ähnliches. Und da haben wir die richtige Lösung. Und gerade für das Thema Prozesse haben wir halt eben auch diesen Webcast geplant, um unsere Sicht der Dinge, wie eine automatisierte Prozessunterstützung funktionieren kann, einmal zu erläutern. Dirk, vielleicht magst du noch ein bisschen was über Net at Work im Allgemeinen sagen? Ja, gerne ganz kurz und knackig. Die Firma Net at Work gibt es seit 1995. Wir sind seit 2001 Microsoft Goldpartner, haben uns auf das Thema Modern Workplace fokussiert und konnten jetzt Anfang November stolz vermelden, dass wir die Marke von 100 Mitarbeitern passiert haben und kümmern uns um IT-Projekte, IT-Dienstleistungen in dem ganzen Umfeld von Modern Workplace, ergänzt um auch entsprechende Managed Services und auch um das Thema Change Management, was wir in dem Bereich abdecken und adressieren. So, nun würde ich vorschlagen, kommen wir zum Thema unseres heutigen Webcasts, Webcon BPS. Für diejenigen unter Ihnen, die Firma Webcon noch nicht kennen, also die Firma Net at Work ist seit 2016 Partner der Firma Webcon. Webcon selber gibt es bereits seit dem Jahr 2006, wurde in Polen gegründet, ist aber mittlerweile international aufgestellt und ist nach wie vor in Gründerhand und hat sich eigentlich seit der Gründung sehr gesund entwickelt. Webcon ist tatsächlich eine Single-Product-Company, das heißt, der Fokus ist ausschließlich auf dem Thema Geschäftsprozessautomatisierung im Umfeld von Office 365 oder Microsoft, dem Microsoft-Umfeld. Mittlerweile über 750.000 Anwender weltweit in 15 verschiedenen Ländern. Und die Firma Webcon selber hat mittlerweile weit über 100 Mitarbeiter, die das ganze Thema entsprechend weiterentwickeln und auch supporten. Für unseren heutigen Webcast haben wir uns folgende Agenda vorgenommen. So zur Einführung wollen wir einfach mal ein Beispiel geben, welche Art von Prozessen man mit Webcon digitalisieren kann und welche Vorteile das auch für den Anwender hat. Und dann steigen wir einfach in die Details ein. Erstmal mit einer Übersicht über das Produkt Webcon BPS selbst. Die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. Wir kümmern uns dann im nächsten Schritt um die Sicht der Anwender. Wie sieht das Ganze aus Anwendersicht aus? Und im letzten Schritt geht es darum, wie man denn tatsächlich entsprechend Workflows mit Webcon bzw. dem Webcon-Designer abbilden und entwickeln kann.
Wie gesagt, zum Einstieg haben wir mal ein Projektbeispiel gewählt, hier als Ablaufdiagramm dargestellt, was, denke ich, ganz gut die Möglichkeiten, die Webcon bietet, beschreibt. Es handelt sich hier letztlich um zwei Prozesse, die mit Webcon abgebildet werden, die aber miteinander zusammenhängen. Zum einen ein E-Recruiting-Prozess und zum anderen der direkt dahinterliegende Onboarding-Prozess. Was an diesem Prozess spannend ist, ist zum einen, wenn ich mir den oberen Prozess, den E-Recruiting-Prozess anschaue, ist eben die Möglichkeit, externe Systeme in die Prozesse zu integrieren. In diesem Fall ist es ein externes Jobportal, wo sich Interessenten entsprechend registrieren können, wo es auch eine entsprechende Verifizierung von E-Mail-Adresse gibt im sogenannten Double Opt-in-Verfahren und wo im Prinzip mit der Abgabe einer Bewerbung in diesem externen System der interne Prozess gestartet werden kann, was das Recruiting angeht. Und dann habe ich einen relativ, ich würde sagen, typischen Ablauf. Das heißt, sowas landet erstmal in der HR, in der Personalabteilung, die Unterlagen prüfen, sich mit der Fachabteilung abstimmt. Und wenn die Fachabteilung sagt, ja, der Bewerber ist entsprechend interessant, werden diverse Terminvorschläge erarbeitet und zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und je nachdem, wie das Vorstellungsgespräch verlaufen ist, gibt es entweder die Einstellung oder es gibt halt eine Absage an den Bewerber. Wenn es zur Einstellung kommt, schließt sich im Prinzip direkt daran an der entsprechende Onboarding-Prozess, mit dem ich im Prinzip sicherstellen kann, dass ein neuer Mitarbeiter auch gleich gut integriert wird in das neue Unternehmen. Das heißt, es wird dafür gesorgt, dass die entsprechenden Stammdaten genommen werden, dass alles, was für den Arbeitsplatz benötigt wird, passend bestellt wird, also was Tisch, Stuhl und so weiter angeht, also Möbel, aber auch in Richtung der IT-Systeme, zu welchen Systemen braucht der neue Mitarbeiter Zugang, braucht er einen SAP-Account etc., sodass man zeitgerecht zum Zeitpunkt, wenn der Mitarbeiter seine neue Position antritt, den entsprechenden Arbeitsplatz bereitstellen kann. Handelt es sich um einen Mitarbeiter im Außendienst, dann ist das Thema Firmenwagen vielleicht auch noch relevant, wo man hier eine entsprechende Bestellung auslösen kann für ein entsprechendes Fahrzeug. Das nur mal so als Beispiel eines Prozesses beziehungsweise von zwei Prozessen, die miteinander zu tun haben, die wir so auch für Kunden schon implementiert haben. Generell bietet für diese Art von Prozessen und für jede Menge andere Arten von Prozessen unserer Erfahrung nach das Webcon-Tool eigentlich eine extrem gute Basis. Das ist mal so ein Schlaglicht hier von Prozessen, die alle schon auf Basis von Webcon implementiert wurden. Nicht alle von Net at Work, aber das ist im Prinzip ein Schlaglicht auf die Möglichkeiten, die Webcon hier bietet, als Plattform wirklich alle möglichen Arten von Unternehmensprozessen wirklich effizient und gut abzubilden. Stellt sich die Frage, warum eigentlich Webcon BPS? Was sind die spezifischen Vorteile dieser Plattform? Und das haben wir hier mal auf der nächsten Folie dargestellt. Zum einen ist hier zu nennen, die Plattform bietet, ist eine sogenannte Low-Code-Entwicklungsplattform. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich daran gehe, Prozesse zu implementieren, kann ich mich auf das Wesentliche konzentrieren. Das Wesentliche ist der Prozess selbst und nicht die Technik, mit der ich diesen Prozess implementiere. Und Webcon unterstützt das durch diverse Design-Tools, die das tatsächlich ermöglichen. Es gibt einen sogenannten Workflow-Designer, wo ich erstmal auf Ebene eines Ablaufdiagramms, das sehen wir später auch noch bei der detaillierteren Betrachtung, Prozesse auf der Ablaufebene designen kann. Auch an der Stelle komplett ohne Programmierung. Es gibt einen Forms-Designer, wo ich zu den einzelnen Prozessschritten die Eingabemasken bzw. Anzeigemasken entsprechend designen kann. Das Ganze kann ich dann mit entsprechenden Business Rules hinterlegen und ich habe eben die Möglichkeit, auch diverse Drittsysteme zu integrieren, sei es ein SAP-System, sei es ein CRM-System, was auch immer. Hier gibt es entsprechende Schnittstellen, sodass ich wirklich
mit einer Plattform diverse Prozesse abbilden kann und dort auch Daten nutzen kann, die aus verschiedensten Systemen zugeliefert werden. Zweiter wichtiger Punkt ist das Thema Prozessoptimierung. Und wir sagen hier, Prozessoptimierung ist eingebaut. Und ein Alleinstellungsmerkmal der Webcon-Plattform ist die sogenannte Instant-Change-Technologie, die es Webcom als einzigem Tool ermöglicht, sehr reaktionsschnell auf Änderungen oder notwendige Änderungen von Prozessen reagieren zu können, ohne dass ich im Prinzip ein komplettes Deployment machen muss, sondern ich kann es mir so vorstellen, der Anwender muss im Prinzip den Prozess einfach nur neu starten und dann bewegt er sich schon in dem geänderten Prozess. Das heißt, ich habe praktisch keine Downtime von irgendeinem System. Ich muss wirklich nur den Prozess auf der Anwenderseite neu starten, wenn ich hier eine Änderung vornehmen kann. Ich habe den Vorteil, dass ich sowas wie Business Rules, wie die Forms, wie die Eingabemasken, aber auch Datenmodelle wiederverwenden kann in anderen Prozessen. Kann man sich vorstellen, bestimmte Prozesse sind sehr ähnlich oder haben eine ähnliche Anwendung, sind vielleicht nur in einer anderen Abteilung abgebildet. Dann habe ich den Vorteil, hier bestimmte Dinge, die ich schon einmal entwickelt habe, dass ich die weiterverwenden kann. Ein weiteres Feature ist eigentlich ein klassisches Feature. Es ist wirklich in dem Sinne eine komplette Entwicklungsplattform, die dadurch unterstützt, dass ich ein Entwicklungstest- und Produktionssystem habe und auch eine vernünftige Überführung von einem System ins andere habe, sodass ich hier eine entsprechende Qualität habe. Und ein letztes sehr schönes Feature ist das Thema Dokumentation, was, glaube ich, niemand gerne macht. Und hier bietet Webcon als Feature eine sogenannte selbsterzeugte Dokumentation auf Knopfdruck. Und da sehen wir im weiteren Verlauf unseres Webcasts auch nochmal ein Beispiel, wie sowas aussieht. Genau, vielleicht kann ich da auch mal kurz einhaken. Gerade das Thema Instant Change Technologie ist halt wirklich ein absoluter Vorteil von Webcon. Vielleicht mal ein Beispiel. Stellen Sie sich einen Freigabe-Workflow vor, zum Beispiel für eine Rechnung oder ähnliches, und dann ist im designten Prozess ein Problem aufgetreten. Es wurde etwas freigegeben, was zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht hätte freigegeben werden können. Also sagen wir, okay, da muss vielleicht auch eine zusätzliche Freigabestufe hinzugefügt werden. Klar, machen wir, fügen die Stufe hinzu, aber wie das so ist, es laufen vielleicht schon 10, 15 Rechnungen aktuell im System rum, müssen also freigegeben werden. Was passiert? Jedes klassische Workflow-Tool handelt es so, die laufenden werden abgeschlossen, alle neuen haben die zusätzliche Freigabestufe. Webcon macht Folgendes, die prüfen, ob es eine Änderung im Ablauf des Workflows gab. Wenn ich zum Beispiel an dieser zusätzlichen Freigabestufe im Ablauf schon vorbeigeschossen bin, würde Webcon dies merken, zurückspringen, die zusätzliche Freigabe einholen und dann zu der Stelle, wo sie vorher standen, weiterspringen. Das heißt, auch alle aktuellen Workflows würden direkt dem neuen Fluss folgen. Und man hat nicht das Problem, dass Änderungen erst über Zeit plötzlich aktiv werden, die Mitarbeiter gar nicht so genau wissen, ist es jetzt so richtig oder ist es so richtig, sondern alle haben immer das gleiche Vorgehen. Änderungen sind sofort aktiv und das ist ein wirklich großer Vorteil. Dirk, dann kannst du vielleicht erst weitermachen. Ja, vielen Dank für die Ergänzung. Last but not least ist ein weiterer Vorteil von Webcon die hohe Anwenderakzeptanz, weil Webcon einfach ein einheitliches Look and Feel bietet. Was ich nicht möchte, ist, wenn ich einen Prozess durchlaufe, dass 20 verschiedene Fenster aufgehen und durch die ich sozusagen springen muss, sondern Webcon bietet hier eine einheitliche Oberfläche in einem gewohnten oder was Anwender sozusagen auch aus der SharePoint-Ecke schon gewohnt sind, weil das Webcon sich halt mit einem SharePoint entsprechend integriert. Zusätzlich ist die Anwendung auch komplett auf mobilen Endgeräten, sei es Smartphone oder Tablet, entsprechend zur Verfügung und kann dort genutzt werden. Auch eine mehrsprachige Abbildung von Prozessen ist möglich. Ich kann, wie ich schon erwähnt habe, das Ganze auch mit externen Systemen integrieren und ich habe auch die Möglichkeit oder es gibt auch die Feature, dass man Webcon
Prozesse oder Webcon-Prozessschritte zum Beispiel in Outlook, Excel und Word entsprechend integriert. Also es gibt zum Beispiel ein Outlook-Add-in, was wir später auch nochmal sehen werden, wo ich aus dem Add-in heraus zum Beispiel einen Prozessschritt durchführen kann, das heißt eine Genehmigung oder was immer es das sein muss, mit den entsprechend dazugehörigen Informationen, die ich brauche, um die Entscheidung treffen zu können. Ja, mit dieser Einleitung und mit dem Blick auf die Vorteile von Webcon BPS würde ich an den Volker wieder übergeben, um einfach mal so ein bisschen den Blick unter die Motorhaube zu wagen und uns das Tool einfach mal im Detail anzuschauen. Genau, das mache ich natürlich sehr gerne. Da steige ich jetzt auch direkt mit ein. Webcon BPS Workflows mal eine kleine Übersicht zu geben. Wir haben schon über das ein oder andere gesprochen, aber was für Funktionen gibt es denn mal ganz grob drauf geguckt bei Webcon BPS? Wir haben zum Beispiel eine OCR-Schnittstelle. Das heißt, Rechnungseingangsprüfungen können sehr, sehr spannend sein. Ich scanne ein, Webcon nimmt automatisch die eingescannten Rechnungen an, er macht ein OCR drauf, Rechnungswerte können erkannt werden, Rechnungsnummern können erkannt werden und entsprechende Prozesse im Unternehmen angestoßen werden. Wir haben halt eine gute Dokumentation im Sinne von, was hat sich wann im Prozess verändert. Wir haben die Möglichkeit, Nachvollziehbarkeit sicherzustellen. Wir können sicherstellen, dass die Performance optimal ist, also dass wir sowohl durch Skalierung als auch durch eine effiziente Workflow-Engine dort entsprechend zügig unterwegs sind. Wir können Barcodes auswerten und. Ein paar davon schauen wir uns später noch an. Wenn Sie sagen, okay, das ein oder andere fehlt mir vielleicht noch oder alternativ Sie Fragen zu einem Begriff haben, stellen Sie einfach die Frage in den Chat, dann komme ich da gerne nochmal drauf zurück. Das Wichtigste aus unserer Sicht neben Prozessen ist, dass wir schauen, wie können die im Unternehmen abgebildet werden. Das heißt, ich habe erstmal einen Prozess, das ist ein Vorgang im Unternehmen, den ich automatisieren möchte, technisch unterstützen möchte, dass man nachvollziehen kann, was passiert an welcher Stelle, warum passiert es an welcher Stelle und wo hängt es vielleicht. Das ist so der erste große Mehrwert einer Workflow-Lösung. Ein zweiter großer Vorteil ist, Dinge, die man immer wieder tut oder tun muss, zu automatisieren. Und an dieser Stelle ist es halt ganz, ganz spannend zu gucken, was kann ich denn automatisieren? Welche Schnittstellen habe ich, um Automatisierung anzusprechen? Welche Schnittstellen habe ich, um Informationen aus anderen Systemen zu kommen, beziehungsweise Informationen an anderen Systemen wieder weiterzugeben? Webcon BPS selbst stellt sich so dar, dass es eine Workflow-Lösung ist zwischen Systemen, zwischen Mitarbeitern, zwischen Prozessen. Anders könnte es zum Beispiel in SAP aussehen. Die haben ihre SAP-Daten, die haben ihre SAP-Workflow-Engine. Wenn man was anderes dran babbeln muss, dann muss man schon in die Entwicklung gehen. Da braucht man mindestens 15 SAP-Berater. Und dann ist das da auch möglich. Aber es gibt kein System, was explizit dafür geeignet ist, die Prozesse zwischen den Systemen zu steuern, zwischen den Mitarbeitern zu steuern, zwischen den Datensilos zu steuern. Und da ist halt Webcon BPS sehr, sehr gut aufgestellt. Als Beispiel habe ich hier mal gesagt, CRM-Systeme, ERP-Systeme, POS-Systeme, alle können über Datenbanken, über Web-Schnittstellen angesprochen werden auf vielfältige Art und Weise. Und dann einen Prozess zu erstellen, der Ihren Anforderungen entspricht und die Dinge, die automatisiert werden können, eben automatisieren, um dann dem Prozess die nötige Geschwindigkeit zu geben. Jetzt haben wir so ein bisschen global über so ein paar Funktionen gesprochen. Jetzt wollen wir vielleicht auch mal so ein Bild sehen. Was ist denn jetzt nur Webcon und wie sieht es aus? Mal so ein paar verschiedene Ansichten, noch mal ein paar verschiedene Bilder von Funktionen möchte ich Ihnen zeigen, damit Sie so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Erstmal Webcon selbst ist ein Webservice, eine Webplattform. Und da ist halt ganz wichtig erstmal, dass die Plattform selbst alle Prozesse zentralisiert. Wenn man sagt, ich habe drei Prozesse in SAP, ich habe zwei andere Prozesse in einem anderen System, um herauszufinden, welche Aufgaben ich aktuell habe, muss ich also zumindest schon mal in zwei Systeme reingucken. Webcon verbindet alle Systeme,
hat alle Prozesse des Unternehmens an einer Stelle und ich sehe natürlich auch an einer Stelle, wie viele Prozessaufgaben habe ich aktuell zu tun und kann diese dann entsprechend schnell abarbeiten. Eben genau diese Startansicht sehen wir hier an dieser Stelle. Ich habe häufig verwendete Anwendungen, Prozesse letztendlich. Ich habe eine Liste von verfügbaren, also alle Prozesse. Und oben drüber sehe ich meine aktiven Aufgaben, meine überfälligen Aufgaben. Das ist natürlich gelogen. Ich habe keine 4 überfälligen Aufgaben. Das stimmt so natürlich nicht. Wichtig ist, dass der Anwender sich schnell wohlfühlt, dass die Prozesse leicht zu bedienen sind, dass die Prozesse einfach zu bedienen sind, dass es ein ansprechendes Design hat und der Mitarbeiter nicht für jede Aufgabe sich neu überlegen muss, was muss ich eigentlich nochmal klicken, damit es sauber funktioniert. Das ist mit Webcon ganz klar gegeben. Ich habe das immer strukturiert gleich. Die einzelnen Komponenten der Ansichten verhalten sich gleich. Die Informationen sind immer an gleicher Stelle verfügbar. Was haben wir noch? Wir können sowohl mit einem normalen Browser, Desktop, Laptop arbeiten, aber wir haben auch Zugriff über mobile Endgeräte oder sogar können wir Informationen direkt mit Outlook an Prozessen dranhängen oder auch Prozesssteuerung über zum Beispiel Outlook übernehmen. Gucken wir gleich noch mal ein bisschen genauer an. Was kann zum Beispiel, haben wir hier noch als Punkt stehen, auch ein Prozess sein, Umsetzung von Unternehmensrichtlinien, also nicht nur der klassische Prozess des Unternehmens ist etwas, was in Webcon abgebildet werden kann, sondern zum Beispiel auch Beantragung von einem Projektlaufwerk, von einem Projektteam oder ähnliches, wo gewisse Richtlinien notwendig sind. Wann muss geprüft werden, ob das Projektteam noch benötigt wird? Wie muss es benannt werden? Also Richtlinien im Unternehmen, die dann prozessgesteuert entsprechend durchgeführt werden können. Hohe Akzeptanz haben wir bereits gesagt. Genau. Der nächste Punkt ist natürlich Management. Das Management, für Management ist wichtig zu sagen, okay, wir haben einen Prozess, der soll gelebt werden, aber da kann auch mal etwas angepasst werden. Da müssen auch mal Entscheidungen getroffen werden. Wie können wir damit umgehen? Das heißt, Anpassungen am Prozess sind zwingend notwendig. Da sind wir wieder beim Thema Instant Change Management. Wir haben die Möglichkeit, eben eine einfache Strukturierung der Prozesse zu machen und sind sozusagen, wenn es Änderungen im Unternehmen gibt, jederzeit bereit, diese Änderungen mitzutragen. Stellen Sie sich, also ich nehme immer gerne dieses SAP-Beispiel, weil es das immer relativ gut beschreibt. Ich hoffe jetzt da nicht jemanden zu stark auf die Füße zu treten. SAP-Prozess ist drin, alles gut. Unternehmensführung sagt, wir wollen das mal ganz anders machen. Also muss der SAP-Prozess geändert werden. Das dauert Zeit. Da sind wir auf jeden Fall viel, viel schneller. Was hilft dem Management noch? Wir haben die Möglichkeit, im Webcom BPS anhand dieser Prozesse zu schauen, wie laufen die, wie schnell laufen die und durch Monitoring eben dieser Prozesse, durch KPIs festzustellen, an welcher Stelle ist ein Prozess zu langsam, wo hängt er zu häufig. Da können wir dann nochmal im Detail reingucken, nochmal mit den Mitarbeitern und Kollegen sprechen und sagen, okay, vielleicht ist das noch nicht optimal gelöst. Okay, vielleicht müssen wir da den Prozess auch optimieren. Verändern ist vielleicht das falsche Wort, aber optimieren. Und dadurch haben wir eben dann auch genau wieder die Möglichkeit, den Prozess zu verbessern anhand von Monitoring, also durch Werte, die wir sehen können und durch die schnelle Änderungsmöglichkeit eben auch dann diese Anpassungen sehr schnell durchzuführen. Anpassung am laufenden Prozess, genau das ist das Thema. Wichtig ist auch, Webcon ist designtechnisch, also wie ein Workflow aufgebaut ist, stellt sich so dar, dass der Aufbau einem Unternehmensprozess entspricht aus Sicht der Schritte, so möchte ich es mal sagen. Also der Prozess entspricht Schritten in Webcon. Nicht andersrum, was häufig der Fall ist, dass es dann ein Tool gibt und der Prozess durch das Tool vorgegeben wird, weil der Prozess oder das Tool gewisse Funktionalitäten nicht hat, weil das Tool einen gewissen Ablauf vorgibt, weil auch die Konfiguration des Tools nicht der Sicht des Prozesses entspricht.
Das ist halt ganz, ganz wichtig. Gerade so die bekannteren Workflow-Tools haben einen sehr starken technischen Ablauf und das wird hier versucht anders darzustellen. Wenn wir hier oben in das Bild einfach mal reingucken, Manager Approval, das ist der Schritt vom Manager, der Person Manager wird hier angesprochen. Board Approval, das ist der Schritt vom Board, das wird direkt das Board, also ein Personas angesprochen und wir haben nicht 15 technische Schritte, um eben so einen Schritt darstellen zu müssen. Anhand der KPIs, ich habe es eben schon erwähnt, können natürlich auch häufig auftretende Prozessunterbrechungen sofort nachvollzogen werden und entsprechend gibt es auch eine Reporting-Ansicht. Hier haben wir mal so einen Fall, das ist mal so eine Reporting-Ansicht, das heißt, wir können hier genau sehen, welche Budgets und welche Einkäufe durchgeführt werden im Sinne eines Einkaufsmanagements, was hier durchgeführt wird. Also der Manager sieht sofort, ich habe schon so viel ausgegeben, so viel kann ich noch ausgeben, also vielleicht ist es schon gar nicht mehr sinnvoll, den Kaufantrag überhaupt zu stellen. Was auch ganz, ganz wichtig ist, Webcom BPS erlaubt den Zugriff von überall. Was ist damit gemeint? Und da sind wir auch insbesondere bei dem Thema SharePoint, wo ich gleich nochmal etwas stärker drauf einsteige. Webcom BPS ist eine Lösung, die sowohl in Ihrem eigenen Rechenzentrum laufen kann als Installation, ist eine Lösung, die von Ihnen installiert in der Cloud laufen kann, also Azure VM oder ähnliches, kann aber auch eine Lösung sein, die als Service von Webcon zur Verfügung gestellt wird. Also ein klassischer Cloud-Dienst, sage ich mal. Diese Cloud-Dienst, diese Azure VM, aber auch das System aus dem lokalen Rechenzentrum mit der passenden Konfiguration kann in Office 365 eingebunden werden. Nutzen Sie Office 365, gibt es eine neue App im Kontext von Office 365 Webcom BPS und kann darüber gestartet werden. Ein weiterer Punkt, SharePoint. Gerade wenn Sie im Kontext von SharePoint sehr stark unterwegs sind, war Webcon schon immer ein sehr starker Stützer von Webcon. Gestartet sind Sie mit einer kompletten Implementierung in SharePoint. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Wir können es also auch ohne SharePoint betreiben, so rum. Aber wir haben natürlich immer noch die Möglichkeit, die kompletten Funktionalitäten in SharePoint darzustellen. Was heißt das im Detail? Ich nehme da immer ganz gern das Beispiel Intranet. Wir haben ein Intranet. Im Intranet gibt es einen HR-Bereich. Der HR-Bereich hat verschiedene Prozesse. Den klassischen Urlaubsantrag, dann vielleicht auch Bestellwesen im Sinne von neuer Stuhl oder Reparaturantrag oder verschiedene andere Dinge, die dort interessant sein können. Schulungsanmeldung und ähnliches. Jetzt wäre es natürlich blöd, wenn wir dann auch wieder aus dem Intranet, was ja eine Repräsentation des HR-Bereichs sein sollen, rausspringen müssen zum Webcon-Portal, um dort dann den Workflow zu starten. Brauchen wir auch nicht. Ist total einfach. Wir bringen den speziellen Webcon-Workflow in die SharePoint-Umgebung. Wir starten also aus dem Intranet zum Beispiel den Schulungsantrag. Wir sehen den Zustand des Schulungsantrags aus SharePoint und brauchen das Element Intranet nicht verlassen. Eine sehr, sehr gute Sache. Mobile Devices. Klar, können wir erstmal vom Browser auf dem Handy nutzen und entsprechend Prozesse weitersteuern. Aber wir haben auch eine mobile App. Das heißt, auch mit einer dedizierten App für Android als auch iOS haben wir die Möglichkeit, unsere Prozesse weiterzusteuern, weiterzugeben. Und der Manager kann dem Mitarbeiter auch abends noch den Urlaub genehmigen. Zum Schluss, Integration in Outlook. Wir können aus Outlook-Prozesse starten, wir können Informationen von E-Mails in die Prozesse überführen und haben also auch an der Stelle eine relativ gute Integration. Das geht so weit, dass ich mit Keywords zum Beispiel auch Prozesse weiter freigeben kann. Urlaubsantrag, der Urlaubsantrag kommt rein. Ich antworte auf eine E-Mail mit Ja, ist freigegeben und schon würde der Prozess weitergehen. Ich brauche also außer E-Mail plötzlich gar nichts mehr. Weder ein Browser, noch eine App, noch ein PC. Genau, wir haben das ja auch mal dargestellt. Bei uns im Intranet haben wir zum Beispiel einen Abwesenheitsantrag mit eingebunden und kann direkt hier entsprechend dann gestartet werden. Also eine sehr, sehr interessante Möglichkeit, um Prozesse in so einem Intranet mit darzustellen.
Hier nochmal ein paar Bilder zur mobilen App. Also alle wichtigen Komponenten sind halt dabei. Wir haben meine offenen Aufgaben. Ich kann entsprechend die Aufgaben bearbeiten. Ich kann sie auch weitergeben. Das geht natürlich auch in der normalen Webcon-Oberfläche, dass ich sage, okay, vielleicht muss ich da nochmal eine Rückfrage halten oder ähnliches. Das ist jederzeit mit dem Webcon-System möglich. Hier nochmal ein Detail der Aufgabe dargestellt und letztendlich auch verschiedene Reports sind sogar auf der mobilen App dann wiederum möglich. Schauen wir mal so ein bisschen in die anderen Funktionalitäten von Webcon rein. Hier haben wir mal das Beispiel des E-Mail-Plugins. Wir haben die Möglichkeit, entsprechend hier so ein Flyout auf der rechten Seite mit rauszubringen. Wir haben halt die Möglichkeit, dort entsprechende Prozesse zu starten. Wir können halt die Werte hier sehen. Wir können bestätigen. Wir können Attachments mit dranhängen. Wir haben hier alle Möglichkeiten des den Prozess zu unterstützen, weiterzutreiben, auch direkt halt aus Outlook heraus, insbesondere in der E-Mail-Kommunikation. Die E-Mails können dann auch automatisch mit an den Prozess angehangen werden. Haben wir also auch eine sehr gute Möglichkeit, zum Beispiel Prozesse mit Kunden in Verbindung zu bringen. Das heißt, der Kunde, die Kundenkommunikation durch E-Mail würde automatisch an den passenden Prozess mit angedockt werden können. Genau, nochmal eine andere Ansicht. Wenn ich zum Beispiel hier eine E-Mail-Erzeugung habe, habe ich halt zum Beispiel auch die Möglichkeit, sozusagen Inhalte aus einem Workflow wieder mit in die E-Mail zu übernehmen und dann eine E-Mail zu verschicken mit Informationen, die direkt dann aus dem Workflow kommen per Drag and Drop letztendlich. Was haben wir noch? Ich habe eben schon mal drüber gesprochen. OCR und Dokumentengenerierung sind vielleicht auch noch so zwei wirklich wichtige, spannende Dinge. In diesem Fall sehen wir erstmal die OCR-Erkennung. Das heißt, auf der rechten Seite ist das Dokument, was hier reingegangen ist, was automatisch einen Prozess gestartet hat im Webcon über einen sogenannten Hot Folder. Das heißt, Webcon erkennt, dort sind neue Rechnungen abgelegt, eingescannt worden, nimmt das Dokument, startet einen Prozess und durch Trainieren eben solcher Rechnungen kann Webcon dann erkennen, wo Informationen stehen. Zum Beispiel die Kundennummer oder die Auftragsnummer oder noch ganz andere Dinge. Diese Werte werden dann automatisch schon in den entsprechenden Feldern vorgefüllt. Weitere Felder können dann übernommen werden und zwar auch durch Drag and Drop. Ich kann auf der rechten Seite einfach einen gewissen Bereich markieren, ziehe nach links in ein Feld rein und schon habe ich zum Beispiel dann die Adresse übernommen, die vielleicht noch nicht automatisiert erkannt worden ist und dadurch halt eine sehr gute Möglichkeit, Informationen aus Rechnungen herauszuziehen und in den Workflow weiterzuverwenden, weiter zu nutzen. An dieser Stelle sehen wir nochmal eine Ansicht, die auch so dann tatsächlich im SharePoint dargestellt werden kann. Also vielleicht nochmal der Seitenblick auf, was ist in SharePoint möglich. By the way, die Bedienung ist auch, wenn man es in SharePoint einbindet, in dieser Full-Ansicht des Prozesses erstmal gleich zu dem, was wir auch auf der Webcon eigenen Webseite sehen. Von daher auch da, die Bedienung bleibt gleich, auch wenn das Aussehen vielleicht mal leicht anders ist im Sinne von, wie es ist in SharePoint implementiert. Was aber zum Beispiel auch geht, und das ist eigentlich der Punkt, weshalb es diese Folie gibt, dass wir hier oben sagen können, ich habe hier einen Prozess und jetzt muss ich ein Angebot beispielsweise an Kunden schicken. Die Felder passen jetzt nicht ganz zu, aber mal so als Beispiel. Möchte ich gerne halt ein Angebot verschicken. Ich kann also auf Documents gehen, ich sage Generate mal ein neues Word-Dokument und was dann passiert ist, es wird eine Vorlage genommen, die Werte aus eben diesem Workflow überführt und ich bekomme dann eine, in diesem Fall ist es halt eine Rechnung, kein Angebot, eine Rechnung mit passenden Werten dargestellt.
Das heißt, auch für solche Fälle haben wir eine ideale Möglichkeit, so etwas zusammenzustellen. Auch das sind natürlich Themen der Automatisierung. Ich muss nicht nochmal extra irgendwas nach Word kopieren, Steuerung C, Steuerung V mit der Fehleranfälligkeit, die es dann vielleicht gäbe und so weiter, sondern es geht alles direkt aus dem Workflow, kann ich dann entsprechend verschicken, kann ich dann entsprechend am Workflow mit anhängen, damit es nachvollziehbar bleibt und so weiter. Schauen wir mal so ein bisschen, jetzt haben wir Webcon angeschaut, wir haben uns ein Projektbeispiel mit Onboarding und E-Recruiting angeschaut, wir haben uns die Anwenderansichten und verschiedene Funktionalitäten angeschaut. Wenn man jetzt auch mit so einem Workflow im Unternehmen starten möchte, muss man natürlich überlegen, was haben wir schon an Informationen zu einem Workflow, wie skizziere ich das mal bestmöglich und wie komme ich dann dahin, dass ich diesen Workflow technisch nach Webcon übernehmen kann und es dann letztendlich an die Kollegen ausrollen kann. Dazu haben wir von Net at Work uns einen Projektansatz entwickelt, den ich nicht in Gänze jetzt beschreiben möchte, aber zumindest mal einen kurzen Einblick geben möchte. Genau, also einmal ein kurzer Blick auf das, was passiert in so einem Projekt, was wichtig ist. Wir starten da ganz klar mit erstmal Anforderungen aufnehmen, beziehungsweise den Prozess entsprechend zu skizzieren. Das ist halt immer so ein bisschen unabhängig, je nachdem, was Sie schon an Unterlagen haben, wie gut vielleicht die Prozesse schon definiert sind. Das ist aber auch nicht schlimm. Deshalb sind wir ja genau da eben, um mit Ihnen gemeinsam das zu erarbeiten. Dann gibt es eine erste Implementierung, die dort erfolgt. Das wäre auch in verschiedenen Schritten oder Durchläufen. Man würde erstmal sich darauf konzentrieren, den Prozessablauf zu implementieren, dann die entsprechend notwendigen Daten hinzuzufügen und im Abschluss die Automatismen hinzuzufügen, um dann den kompletten Prozess zu haben. Warum macht man das? Ganz einfach, um Testaufwände geringer zu halten. Wenn man alles zum Schluss, macht man natürlich auch, aber Initialtests erst zum Schluss macht, da muss man immer sehr viele Daten eingeben, um überhaupt einen Durchlauf hinzubekommen stellt dann fest, okay, jetzt hätte eigentlich der Kollege X freigeben müssen, aber Kollege Y hat die E-Mail bekommen, also alles nochmal zurück, wieder von vorn, alle Daten eingeben, sehr viel Aufwand. Deswegen haben wir eben diese dreistufige Implementierung vorgesehen. Dann kommt es zu einer Pilotfreigabe. Die ersten Kollegen dürfen schon mal das System nutzen. Erstmal natürlich als Trockenübung, dann als Live-Übung. Und da können wir auch immer noch drauf oder würden wir immer noch gerne darauf hinweisen, da komme ich auch noch gleich zu, dass das Thema Change Management nicht nur in den großen Projekten wichtig ist, sondern insbesondere bei Prozessen. Prozesse werden geliebt. Das ist einfach so. Und wenn man daran etwas ändert und auch nur ein kleiner Teil nicht mitspielt, dann wird man diese Änderung nicht sauber durchführen können. Das oder es ist schwieriger, sagen wir es mal so. Und von daher auch an dieser Stelle sehen wir es als sehr, sehr wichtig an, die Mitarbeiter da mitzunehmen, die Anforderungen aufzunehmen, nochmal zu schauen, was machen sie eigentlich in diesem Prozess? Ist es nur das, was wir skizziert haben, oder gibt es noch Sonderfälle, die vielleicht beachtet werden müssen? Und natürlich auch dann informieren, was ändert sich, wie ändert sich, um sie dann letztendlich mitzunehmen. Live gehen, nächster Schritt, klar, wir wollen natürlich irgendwann auch den Produktivstatus erreichen. Und auch dann, ein Prozess lebt, wird gelebt, verändert sich. Das heißt, danach ist nicht Schluss, wir entwickeln das Ganze weiter. Wir unterstützen dabei, diese Änderungen im Daily Business sozusagen dann weiterzuentwickeln und vielleicht auch noch weitere Möglichkeiten mit reinzubringen. Im ersten Schritt hat man vielleicht noch nicht alles automatisiert, was notwendig ist, kann danach aber dann noch erweitert werden und solche Dinge gehören damit zu. Warum machen wir das in der Form? Wir wollen natürlich, steht ja auch nochmal, eben nicht unendlich viel skizzieren, nicht unendlich viele Spezifikationen aufschreiben, sondern das, was wir haben, nehmen, das, was wir noch aufnehmen müssen, auch aufnehmen, ganz klar, das gehört mit dazu. Zu wenig ist auch der falsche Weg, aber dann auch schnell in die Implementierung gehen. Also nicht nochmal 5 Runden drehen, ob jetzt alles passt, sondern dann in die Implementierung gehen, in die ersten Tests und anhand der validen Tests dann das Ganze mit den Kollegen durchspielen und zu prüfen, passt es.
Das ist halt sehr, sehr wichtig, weil es auch für Mitarbeiter nicht ganz einfach ist, wenn es entsprechend zu Missverständnissen gibt, weil sie es sich noch nicht richtig vorstellen können. Natürlich gibt es dann auch ein paar IT-Herausforderungen. Die technische Umsetzung muss geplant werden, die Implementierung, da steht es nochmal, den Ablauf, die Felder, Rechte, Automatismen werden als nächstes implementiert. Dann gibt es eine Validierung des Ablaufs, ein Feintuning, Schulung, Anpassung, Ausrollen, Betriebsumstellung. Alles Themen, die mehr so aus der technischen Sicht dann sind, also quasi die tatsächliche Implementierung des Workflows und nicht das, was sozusagen mit den Fachabteilungen stattfinden oder durchgeführt werden würde. Wie machen wir eine Prozessaufnahme? Auch hier nochmal gerne drauf eingegangen. Linke Seite, die in vielen Unternehmen genutzte BPMN-Prozessdarstellung, um Prozesse zu skizzieren. Die ist an sich erstmal sehr, sehr gut, um einen Gesamtprozess zu zeichnen, darzustellen. Auch der Wechsel zwischen verschiedenen Personas kann auf diesem Weg sehr gut dargestellt werden. Die Details sind häufig nicht so vollständig, um eine technische Implementierung durchführen zu können. Auch Wechsel und Auswirkungen zwischen Schritten sind nicht immer ganz einfach darstellbar. Komme ich gleich dazu, wenn ich noch so ein bisschen zeige, was wir immer gerne noch dazu extra machen. Auch für Mitarbeiter die eigene Aufgabe zu erkennen, ist nicht mehr ganz einfach. Ne? Also nehmen wir mal hier den Fall Brötchen backen. Da ist die Aufgabe noch relativ einfach. Aber was passiert mit dem Ergebnis? Soll ich sie danach in den Laden bringen, soll ich sie danach wegwerfen, soll ich danach mit Brötchen jonglieren, steht da gar nicht. Ja, also wir wissen gar nicht genau, wie der Abschluss eben dieser Aufgabe ist. Aus dem Grund, das BPMN nutzt Net at Work häufig zur globalen Darstellung des Prozesses, wird aber auch sehr, sehr häufig schon vom Kunden an uns geliefert. Das heißt, wir gucken dann nur noch mal drüber. An welcher Stelle Sie da stehen, müssen wir dann im Detail schauen. Das ist kein Problem. Entweder haben Sie schon was, dann ergänzen wir es. Haben Sie noch nichts, dann können wir schauen, dass wir das entsprechende aufnehmen. Was wir daraus dann gerne machen, ist eine Net-at-Work-Darstellung. Wir wollen eben diese Swimlanes aus dem BPMN, zum Beispiel mal das Brötchenbacken, einfach als Prozessschritt definieren, den Prozessschritt in einen Rahmen setzen das dann so darstellen. Sie sehen dieses Bild. Geschäftsführung ist bei uns die Person. Auftrag überprüfen ist die Aufgabe, die diese Person durchführen muss. Dann haben wir die Ergebnisse. Er kann nämlich ablehnen oder genehmigen. Und dann sehen wir auch, was passiert dann damit. Es würde A, eine E-Mail verschickt werden und es würde zurückgegeben an die Persona-Kontrolle oder Persona-Stellenausschreibung, hier dann als nächstes angesprochen werden. Vom Prinzip kann man sich also vorstellen, dass jeder Prozessschritt genau so ein Diagramm bekommt und man letztendlich diese einzelnen Diagramme an die Person verteilen kann. Hier, du bist die Geschäftsführung, nimm dir mal diesen DIN A4-Zettel, guck es dir an, und dann weißt du genau, was dem Prozess zu tun hast. Bestmöglich weiß die Geschäftsführung das auch schon vorher, aber nur zur Sicherheit. Natürlich auch für die Mitarbeiter, die es sonst so gibt, der Controller, der Finanzbuchhaltung, der Einkauf bekommt eben genau diese DIN A4-Zettel zur Verfügung gestellt und weiß, was sie zu tun hat und weiß, was ihr Ergebnis sein kann, welche Möglichkeiten die Person hat. Das ganze Bild wird natürlich dann textlich in einem Dokument noch mal ein bisschen näher beschrieben. Das ist klar, das sagt jetzt noch nicht alles aus, aber zumindest auf einen Blick schon mal sehr, sehr viel. Was ganz spannend an dieser Ansicht ist, dass man auch plötzlich feststellt, dass vielleicht Dinge fehlen. Also ich nehme da immer ganz gerne so Rechnungsprüfungen. Irgendein Produkt wird geliefert, da ist eine Rechnung dran, dann muss zuerst der Eingang oder der Produkteingang, der Posteingang prüfen, ist denn das Produkt da, ist die Rechnung passend dazu, ja passt, gibt es weiter, dann prüft vielleicht der es bestellt hat erstmal, ja passt, geht weiter, dann geht es halt zum beispielsweise Controller und der Controller sagt, nee, hier passt was nicht, mit denen haben wir ganz andere Vereinbarungen.
Ja, an wen gibt das dann zurück? An den, der es eingekauft hat oder an den, der die Rechnung bezahlt oder an den, der es prüft? Prüft er es selber? Und das ist so eine Stelle, wo man plötzlich feststellt, okay, naja, vielleicht gibt es dann doch noch eine Stelle zur Prüfung. Dann gibt das zur Prüfung weiter. Der Prüfer sagt, ja, habe ich geprüft. Ich sage, die Rechnung ist falsch. Der Händler sagt, nee, sie ist richtig. Was macht der Prüfer dann? Ist zurückgeben an den Controller, zurückgeben oder weitergeben an die Freigabe, fehlt wieder was. Und plötzlich stellt man fest, was passiert denn eigentlich bei den einzelnen Schritten? Welche Sonderfälle gibt es? Es gibt immer Sonderfälle, die man nicht abdecken kann. Ist auch richtig. Aber es gibt Sonderfälle, die man in so einer Stelle schon recht gut abdecken kann. Vielleicht auch noch mal so ein Blick auf Workflows. Wir haben häufig Gespräche mit Kunden von uns, und die sagen, ja, das ist ja ein ganz einfacher Workflow. Ganz kurz, Workflows können einfach sein, können super schnell sein, könnte aber auch tatsächlich kompliziert sein. Gutes Beispiel finde ich da immer den klassischen Urlaubsworkflow, der erstmal total einfach ist. Mache Antrag, Chef gibt frei, HR bekommt eine Info. Super easy. Aber wenn es dann zum Beispiel darum geht, einfach mal die restlichen Urlaubstage zu berechnen, wird es plötzlich komisch. Warum? Ja, es gibt nicht nur Urlaub, es gibt Sonderurlaub, es gibt Überstunden frei und solche Sachen. Es gibt eine Anzahl von Urlaubstagen, nicht jeder hat 30 Tage. Es gibt vielleicht welche, die ein paar mehr haben, welche, die ein paar weniger haben. Welche haben Urlaubstage, aber andere Stunden pro Tag, muss da was beachtet werden. Natürlich geht es dann auch darum, vielleicht auszulesen, wie ist der aktuelle Stand oder zurückzuschreiben in Fremdsysteme. Oder auch ganz beliebt sind zum Beispiel Ablauf von Urlaubstagen, 31.3., was muss verfallen, was nicht. Die alten vom letzten Jahr verfallen, die neuen nicht. Welche hat er aber eigentlich genommen, sind so Fragen. Aber auch ganz total wichtig, regionale Feiertage. In dem Kontext habe ich mal lernen dürfen, dass es in Augsburg einen regionalen Feiertag gibt, also nur für Augsburg. Auch sowas muss plötzlich mit bedacht werden. Und da merkt man, dass auch ein einfacher Workflow manchmal komplizierter sein kann. Schön ist, wenn man dann Webcon hat und auch diese komplizierten Dinge einfach lösen kann oder zumindest mit weniger Aufwand, wie es vielleicht für andere Lösungen notwendig wäre. Aus so einem Urlaubsworkflow haben wir daraufhin auch ein entsprechendes Lösungstemplate gebaut, das nicht vielleicht Ihre ganzen Anforderungen abdeckt, aber zumindest das Gröbste schon mal drin ist und wir dann gerne mit Ihnen gemeinsam weiterentwickeln können. Gehen wir mal in das Administrative vom Webcon rein, den sogenannten Webcon Designer, also das Tool, um die komplexen Workflows zu erstellen und die Formulare entsprechend zu designen. Haben wir nochmal hier kurz zusammengefasst. So ein Workflow selbst ist definiert durch Workflow-Schritte, durch Pfade zwischen den Schritten, Formularfeldern, Sprachvarianten und nicht immer komplett ohne Programmierung. Also SQL-Befehle sind durchaus mal hilfreich an dieser Stelle, aber zumindest klassische C-Sharp-Entwicklungen oder Ähnliches braucht man dann tatsächlich nicht. Gucken wir uns das Designerstudio mal ein bisschen an, soll nur so ein ganz grober Überblick sein. Linke Seite, der Rechnungs-Workflow ist eine sogenannte Anwendung. Aus Webcon-Sicht ist der Gesamtprozess eine Anwendung und eine Anwendung kann aus vielen Prozessen bestehen. Übergeordnete Prozesse und Teilprozesse, die den Prozess ergänzen. Was haben wir hier zum Beispiel? Anwendung, wie gesagt, Rechnungs-Workflow. Der Prozess ist in diesem Fall auch, Anwendung ist Rechnungsprüfungs-Workflow. Prozess ist die Rechnungs-Workflow, also die tatsächliche Durchlauf der Rechnung. Und dort ist auch in dieser Stelle nur ein Teilprozess. Wenn man jetzt sagt, der Teilprozess würde zu kompliziert werden, da muss es nochmal eine fünfstufige Eskalation geben. Dann würde man das nicht in eben diesem Teilprozess darstellen, sondern in einem anderen Teilprozess. Und die können sich dann gegenseitig aufrufen. Dadurch bleibt so ein Prozess übersichtlich. Ganz, ganz wichtig. In diesem Bereich Konfiguration haben wir die passenden Prozessregeln dargestellt. Das heißt, wir haben Business-Regeln, Rules, wie mit Informationen umgegangen werden soll, wann was passieren soll, welche Regeln im Workflow letztendlich beachtet werden können. Hier weiter unten Datenquellen, das ist eben genau die Schnittstelle zu anderen Systemen. Daten abfragen, Daten zurückspielen und so weiter. Und hier in dem großen Fenster sehen wir den Workflow-Designer.
dieser Workflow Designer hat immer einen Start, hat immer ein positives und ein negatives Ende. Und in diesem Designer wird der Prozessablauf dargestellt, die Schritte dargestellt. Und die Linien zwischen diesen Schritten sind dann die Pfade. Und auf diesen Pfaden können dann Aktionen, Automatismen und Ähnliches stattfinden, um eben ihren Prozess bestmöglich implementieren zu können. Noch kurz zum Thema Mehrsprachigkeit hatte ich ja gesagt, das ist auch ein ganz, ganz spannender Punkt. Ob Deutsch oder Englisch, sieht man auf diesem Bild ganz gut, alles einfach möglich. Wie macht man es? Man trägt eine zweite Bezeichnung ein und ist fertig. Ja, also in diesem Fall Manager's Approval, deutsche Übersetzung, Abteilungsleiter Freigabe, okay klicken und schon haben wir das Thema Mehrsprachigkeit für diesen Begriff entsprechend gesetzt. Wenn man es für alle Begriffe gesetzt hat, ist der Workflow entsprechend mehrsprachig vorhanden. Na klar, speichern muss man das Ganze natürlich dann auch noch. Auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist die detaillierte Nachverfolgbarkeit von den Prozessen. Sie sehen das auf diesem Bild, die entsprechende Historie. Wir sehen hier ganz, ganz oben bei den Versionen, wo so ein kleines Plus ist, eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, eine 6, eine 7. Die drei letzten werden immer ausgeklappt. Das, was rot ist, ist das, was sich geändert hat. Beziehungsweise das, was blau ist, noch entsprechend drin. Unten bei Actions sieht man, was danach durchgeführt wurde. Eine E-Mail wurde geschickt, bei dem einen wurde auch ein Fehler verursacht. Das ist halt ein Testsystem, da kommt das schon mal vor. Und weiter auf der rechten Seite wurde halt ein Attachment hinzugefügt. All diese Sachen sind in jedem einzelnen Schritt protokolliert. Und ob das jetzt 3 Schritte, 15 Schritte, 5-mal nach vorne, 6-mal nach hinten, wieder 5-mal nach vorne, alles kein Problem. Die komplette Nachvollziehbarkeit bleibt an dieser Stelle erhalten. Was wären so nächste Schritte? Vom Prinzip schauen Sie einfach mal, was haben Sie so an Prozessen, wo ist vielleicht Ihre Bedürfnisse, wo wäre es hilfreich, dass Ihr Unternehmen da etwas automatisiert, etwas unterstützt im Prozess und dann melden Sie sich einfach bei uns. Dann schauen wir uns das gerne mal mit Ihnen gemeinsam an, gerne auch erstmal in einem einfach Stunde dauernden Gespräch oder ähnliches, dass wir mal über Ihren Anwendungsfall sprechen. Nachgelagert könnte dann ein individueller Workshop sein, dann ein Proof of Concept ist gerne gemacht. Proof of Concept ist eher so der Fall zu prüfen, ob hauptsächlich die technischen Rahmenbedingungen abbildbar sind, Zugriff auf Fremdsysteme und so. Sehr, sehr häufig geht das. Vielleicht ist Ihr Fremdsystem eins der wenigen, die es nicht kann. Das würden wir in so einem Kontext feststellen. Natürlich würden wir im Vorfeld auch gucken, ist eine Proof-of-Concept-Phase tatsächlich sinnvoll oder kann auch direkt mit Aufnahme der genauen Anforderungen und einer anschließenden Pilotphase gestartet werden, weil es einfach eine klassische Unterstützung des Prozesses ist, wo gar nicht viele Automatismen zu Fremdsystemen mit drin sein müssen. Wobei eine Automatisierung auch eine Benachrichtigungs-E-Mail im einfachsten Fall sein können. Was können wir sonst noch für Sie tun? Das Thema Change Management ist halt hochwichtig. User Adoption Konzeption, SharePoint Intranet, genauso das Thema SharePoint Infrastruktur, Modernisierungsmaßnahmen. Alles so Themen, wo wir Sie unterstützen können im Bereich der Prozesse in Verbindung mit dem, was wir haben. Das heißt, das Reinbringen von Workflows in Ihre Umgebung, das Anbinden von unterschiedlichen Systemen und natürlich darüber hinaus die klassischen Office 365-Themen, die da vielleicht dann noch zum Tragen kommen. Genau, dann haben wir die Stunde auch schon relativ gut voll. Was mir vielleicht an dieser Stelle noch wichtig ist, das Thema Change Management ist ein, ja, gerade bei Prozessen, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Da haben wir auch eigene Webcasts zu. Schauen Sie sich die auf jeden Fall an. Das, glaube ich, macht nochmal ein bisschen deutlicher, was wir da leisten können, wie wir Sie da unterstützen können. Wenn Sie Fragen dazu haben, rufen Sie natürlich auch gerne an, dass wir da für Sie die Informationen dann halt auch zur Verfügung stellen können. Und wenn es Richtung des Themas Intranet geht, auch das ist so ein Punkt, wo Workflows halt sehr, sehr häufig benötigt werden. Ich habe das eben gesagt, das Einbinden der Webcon-Workflows direkt in Ihr Intranet, um als
HR-Bereich die Dienste direkt im Intranet anzubieten. Auch da sprechen sie uns natürlich gerne an. Genau, jetzt haben wir auch tatsächlich Punkt um 12 Uhr. Ich würde trotzdem noch mal gerne in die Runde fragen. Vielleicht hat der Dirk auch noch was, was er gerne ergänzen möchte. Ansonsten aber auch einfach in die Runde mal gefragt. Gibt es Fragen, die ich dann gerne noch beantworten würde? Okay, prima. Da scheinen tatsächlich erstmal keine Fragen offen geblieben zu sein. Dann möchte ich mich an dieser Stelle noch mal herzlich für Ihr Interesse bedanken. Ich wünsche Ihnen dann schon mal schönen Restfreitag, schönes Wochenende und vielleicht auch jetzt dann das passende, schöne Mittagessen dazu. Vielen Dank.